Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Mortal Kombat 11 Collectors Edition Box. Alle weiteren Informationen zu diesem Spiel und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Spiel und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Mortal Kombat 11 Collectors Edition. Das Ganze im April 2019 erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Gaming. Jawohl, es ist eine unfassbar große Box. Also das kann man direkt auf den ersten Blick schon einmal feststellen. Ich kann mich echt nicht erinnern, wann ich jemals so eine Box vor mir hatte. Also in solchen Dimensionen. Das ist einfach nur brutal. Es geht sich nicht mal wirklich aus, hier das Ganze auf der Kamera zu zeigen. Deswegen probieren wir es einmal kurz im Querformat. Ja, also wir haben hier einmal oben den Streifen von PS4. Dann lesen wir hier Mortal Kombat 11 Collectors Edition. Dann haben wir hier im Profil abgebildet einen Charakter aus der Mortal Kombat Reihe. Und zwar ist das hier Scorpion. Und hier unten links haben wir noch einen FSK oder einen USK 18 Hinweis. Und rechts dann noch die Logos der Labels der Herausgeber. Ja, auf der linken Seite haben wir das große M und K und den Elfer. Also das Akronym MK, Mortal Kombat und natürlich Teil 11. Auf der rechten Seite haben wir dann das Logo von Mortal Kombat, den goldenen Drachen, das Symbol hier. Und ansonsten von unten ist das Ganze in Schwarz, von oben genauso. Und auf der Rückseite haben wir dann noch hier detaillierte Infos, was uns hier erwartet. Also wir lesen hier nochmal Mortal Kombat 11 Collectors Edition mit PSN Gutscheincode für Combat Pack Shao Kahn DLC. Und dann haben wir hier einerseits mal den Boxinhalt visualisiert. Einmal hier die Premium Edition, dann eine exklusive Metallbox mit Magnet. Die große Büste hier, diese Scorpion Maske. Und hier lesen wir auch nochmal Collector Box. Ja, also speziell diese Inhalte hier erwarten uns. Hier haben wir noch Infos zu diesen DLC-Sachen, also zu diesem Download-Content. Combat Pack, exklusiver Skin, Collectors, Echtheitszertifikat, Shao Kahn DLC. 6 neu spielbare DLC-Charaktere, eine Woche frühzeitiger Zugriff auf DLC-Charaktere. 7 exklusive Charakterskins, Ausrüstungssets zur individuellen Anpassung. You're next, Mortal Kombat ist zurück, besser als je zuvor, beschreitet die legendäre Kampfspielserie die nächste Stufe der Evolution. Endlose Anpassungsoptionen, deine Kämpfer lassen sich auf revolutionäre Art mit zahlreichen Skins, Ausrüstung und Special Moves individualisieren. Kinoreife Story, erlebe die epische Geschichte mit einem Aufgebot voller neuer und bekannter klassischer Mortal Kombat Kämpfer. Und Fatality, erledige deine Gegner mit den intensivsten Fatalities und Brutalities aller Zeiten. Ja, hier unten gibt es noch die Infos, die technischen Details. Und dann würde ich sagen, richten wir die Box mal wieder auf und schauen uns den Boxdeckel an. Denn wir haben hier so Klebestreifen und wenn wir die hier entsprechend abziehen oder so zur Seite halten, dann können wir hier einmal öffnen, diese Kartonlasche. Dann machen wir rechts und links auch noch auf und dann lässt sich der Deckel hier wunderbar öffnen und der Boxinhalt kommt zum Vorschein. So, als erstes haben wir hier so eine Zwischenebene drin aus ja, so Schaumstoff. Und zwar haben wir hier einmal das Spiel an sich in der Premium Edition. Dann haben wir hier den Gold Demon Skin. Dann nochmal hier die Steelbox und dann haben wir hier oben auch noch ein Zertifikat. Moment, wenn ich es rausbekomme, ist leider hier etwas enger. Es geht nicht so recht so, aber jetzt hier haben wir noch so eine Zertifikatkarte. Okay, dann lässt sich diese Ebene hier abnehmen und dann kommt uns hier ein riesen Styroporkasten zum Vorschein. Den werden wir mal kurz rausziehen und dafür würde ich sagen, legen wir die Box noch einmal kurz auf die Seite. Ich glaube, dann tun wir uns deutlich leichter. Naja, leicht ist es trotzdem nicht. So, aber jetzt.
Jawohl. So. Gut, jetzt ist die Box leer. Mehr ist hier nicht drin. Dann packen wir die mal zur Seite und widmen uns dem restlichen Inhalt, und zwar dieser riesen Styroporbox. Hier, Moment, man kann es hier lesen, Bottom, also bedeutet das hier ist der Boden, der Unterteil. Somit drehen wir sie um und hier lesen wir richtigerweise dann Top. Also wenn wir hiermit anfangen, dann wird es uns wahrscheinlich deutlich leichter gehen oder besser zu entnehmen sein. So, und was sich hier drin befindet, das wurde uns ja schon auf dem Boxdeckel angeteasert, denn es ist tatsächlich diese riesengroße Statue, diese Maske, dieser Kopf hier auf dem, dieser Plattform. So sieht das aus. Also das ist auf jeden Fall jetzt klar, warum die Box so unfassbar groß ist. Wenn alleine ein Inhalt schon solche Dimensionen hier hat. So, wir werden mal schauen, dass wir den hier rausholen. Was gar nicht so einfach ist. So, aber jetzt. So, dann packen wir den mal hier kurz her. Das hier ist leer, da ist nur noch so ein bisschen Gel und so Transportzeugs drinnen. Und dann würde ich sagen, holen wir ihn hier mal aus der Folie, den Kopf. Jawohl. So, aber zu dem kommen wir gleich noch. Ich würde sagen, wir starten zuerst mal mit dem Spiel. Somit geht er hier noch kurz auf Seite. Beziehungsweise besser noch rüber, damit es hier nicht so einen Schatten gibt. So, also wir starten mit dem Spiel. Und zwar mit diesem hier. Das ist dann die Premium Edition. Klassisches Design in Schwarz und Gold, Mortal Kombat 11, so sieht das aus. Auch hier wieder der dicke 18er. Auf der Seite lesen wir Folgendes, links ebenso. Und auf der Rückseite haben wir wieder die Infos zu dem Spiel, beziehungsweise was uns hier so erwartet. Das Ganze ist auch wieder mit einem Pappschuber gelöst. So sieht dann das eigentliche Cover aus, ist dann auch wieder hier so ein Steelcase. Und auf der Rückseite MK11. So, dann werfen wir mal einen Blick hinein. So sieht das dann aus. Wir haben hier auch noch weitere Bonusinhalte. Und zwar haben wir hier einen Downloadcode für einen Kämpfer. Dann das Combat Pack. Und hier dann noch ein Infoflyer. Ja. Gut, also das sind hier die Bonusinhalte der Premium Edition. Zusätzlich eben auch noch dieses spezielle Skin hier. Und dann schauen wir uns mal das Ganze an. Das ist die CD dann, also das Spiel natürlich. Sieht so aus. Und auf der Rückseite gibt es auch nochmal das Logo von Mortal Kombat. So, dann packen wir das Ganze hier wieder zusammen in den Schuber. Und kommen zu der nächsten Steelbox, beziehungsweise zum nächsten Steelcase. Das ist dieses hier. Kommt komplett in schwarz. Hier haben wir wieder den Drachen und Mortal Kombat 11 stehen. Auf der Seite auch nochmal schwarz in schwarz. Und auf der Rückseite das MK11 auch in schwarz. Also die ist hier wirklich sehr düster gehalten, diese Box. Und so sieht das von innen aus. Hier ist entsprechend freigelassen worden. Also hier kann man dann, wenn man möchte, die Spiele-Disc wieder reinpacken. Und auf der linken Seite haben wir hier das Logo. Allerdings kann man das tatsächlich entnehmen, auch wenn es etwas schwer geht. So, und zwar haben wir hier das Logo von Mortal Kombat. Und das ist ein Magnet. Also wir haben hier so zwei Magnete auf der Rückseite. Somit kann man das an den Kühlschrank oder irgendwo an metallenen Oberflächen festmachen. So, ich werde meinen aber wieder reinpacken. So, dass er dann wieder hier drinnen ist.
Und dann haben wir noch das Zertifikat. Das ist dieses hier, kommt in einer Folie, ist so wie eine Visitenkarte aus Metall. Also die ist echt Metall und stabil. Mortal Kombat Collector's Edition Certificate of Authenticity 14.587 von 20.000. Also diese Special Editions, diese Collector Editions wurden hier durchnummeriert. 20.000 Stück gibt es dazu weltweit und meine ist in diesem Fall die Nummer 14.587, Rückseite glatt schwarz, damit man eben auch weiß, wie viel es davon in Umlauf gibt und dass man hier keine Nachahmungen oder Fälschungen oder dergleichen erwirbt. Und als letzten Boxinhalt neben dem Spiel natürlich das Highlight ist hier unsere Statue, unsere Maske in diesem Fall. Also es ist der Charakter, den wir auch schon auf der Box draußen hatten, und zwar ist es hier Scorpion. Kommt hier, also es sieht echt aus wie der Sensenmann oder der Tod mit einer schwarzen Kapuze und dann hier die goldene Maske, die hier entsprechend ins Nichts geht. Also hier ist dann freigelassen worden innen, so ab der Nasen, ab der Augenpartie. Der ganze Kopf thront hier auf dieser karoförmigen Plattform, die auch noch hier so angeschrägt ist. Vorne gibt es in Hochglanz nochmal das Mortal Kombat Logo. Auf der Seite lesen wir auch wieder Mortal Kombat, Moment, so. Und in der Mitte die zwei Einser, also Teil 11. Ja, auf der Rückseite haben wir die folgenden Infos. Und das Ganze ist auch hier, also hier lesen wir jetzt von Pure Art Made in China. Grüße gehen raus. Und wir haben hier dann auch noch so vier Füßchen dran, damit das Ganze auch nicht irgendwie großartig die Oberfläche vom Tisch oder vom Regal verkratzt. Und dann kann das hier wunderbar bewegt werden. Ja, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte, ist die Frage, ja, die eben gezeigte Maske, dieser Kopf hier auf dem Ständer von Scorpion. Dann haben wir unter anderem hier diverse downloadable Contents. Das Zertifikat zu der Box mit der Nummerierung. Die Steelbox mit dem goldenen Magneten drin. Also das alternative Steelbook. Und natürlich das Spiel an sich hier in dieser Pappschuber-Variante. Jawohl, das alles, müssen wir kurz zur Seite gehen. Das alles in dieser wunderbaren Collectors Edition Mortal Kombat 11. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Spiel bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das Spiel feiert, falls ihr Mortal Kombat unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.